Ja, gut, kann man machen. Aber bestimmte Sachen kann ich zum Beispiel nicht mehr ändern, das weiß ich. Oh Scheiße, jetzt sind die Gorn hier. Die sehen bestimmt immer noch so scheiße aus wie vorher. Mach Bumm. Oh, ich mach Bumm. Fast hätte ich Bumm gemacht. Die hätte ich doch gesagt, dass die Schilde so stark halten, ey. Krass. Wie lediert mein Schiff jetzt aussieht. Müssen Sie jetzt mal mein Schiff sehen, ne? Ich habe es ja extra so designt, es sieht ganz anders aus. Also, das sieht echt. Ich habe ja auch erst vor kurzem gemerkt, dass man sogar die Designs mit X ändern kann, ne? Wenn du da ein Schiff auswählen darfst, kannst du mit X diese Designs auch ändern, wenn du willst. Das geht auch. Direkt gleich. Dass du schon ein bisschen angepasst hast. Muss ich auch nicht. Aber gut. Gefällt mir. Mag ich. Hey, Uhura. Mal gucken, was wollte ich gerade machen? Irgendwas wollte ich gerade machen. Mich umbringen? Nein. Verdammt. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Die Schiffsfähigkeiten. Genau. Dann machen wir das. Dann machen wir den da rein. Und nicht auf automatisch. Auf mein Ziel feuern. Rammgeschwindigkeit. Ich hasse Rammgeschwindigkeit. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Was bitte? Faszinierend. So, dann kann ich die richtigen platt machen. Auch die Plätze fertig. Sterben. Das macht Spaß. Ach, da fällt noch was ein. Jetzt machen wir einen kleinen Spaß. Und runter da. Station beamen. Bist jetzt im 25. Jahrhundert angekommen? Ja, 25. Jahrhundert. Okay, noch nicht. Dann sagen wir es einfach so, noch nicht. Gut. Ah, die Gorn sehen wieder original aus. Die sehen nicht mehr aus wie vor 10 Jahren. So beschissen. Aber was ich dazu sagen muss, man kriegt hier sogar häufig, sehr häufig Waffen, die aus dem 23. Jahrhundert kommen beim Zeitagenten. Ne? Man kriegt nie die Waffen, die man von dem normalen Spiel kennt. Wenn du es noch nicht gemerkt hast. Ich dachte, man kriegt den im 23. Jahrhundert, aber man kriegt auch hier. Und wenn man es so sieht, hat der Zeitagent sogar was Unfaires an sich, ne? Er hat zwei Karten. Aber nur, wenn man zur alten Karte zurückkehren kann, ne?
Oh, hier sind auch die Klingonen original. Die sind auch nicht mehr so. Verstehe, beim Video sehen die total bescheuert aus und hier sehen sie original aus. Na, das finde ich gut. Finde ich angenehmer. Ein Original ist legal. Ja, aber ich finde immer die Farschen am besten. Ging jetzt mal. Raubkopierer sind nicht zu stoppen. Raubkopierer, weiter so. Finde ich einfach witzig, ey, wie sich das anhört. Wenn man sich das so mal vorstellt, ne? Okay, ist nicht gut wegen Raubkopieren, gebe ich offen und ehrlich zu, ne? Wie viele Milliarden oder Millionen von Euro machen die da Verluste? Das ist richtig krass. Wie haben die? Ein Gorn! Weg ist er. Was? Ich hab's doch gehört, oder nicht? Wieso ist sie tot? Nein! Scheiße. Die Forschung ist tot. Hätte nicht früher leben können, früher sterben können. Du. Oh, das tut doch weh. Auch schon witzig, was man bei manchen Dingen alles so anrichten kann, wie viel Scheiße man bauen kann. Ich habe gerade gesehen, wir haben schon wieder gleich 8:30. Verdammt. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ja, ich habe mir einen Wecker eingestellt. Und nach Einkaufen mache ich dann schön weiter Piele. Machen wir Piele. Oh Mann, der kommt auf mich zu wie ein Zombie. Ja, Bruder. So sah er gerade aus. Schau, darüber kann man nicht springen. Ich komme nicht hier raus. Sag jetzt nicht, ich komme hier nicht raus. Alter, ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Ihr wollt mich jetzt echt verkohlen. Ich komme hier nicht raus. Ich glaub's nicht, ey. Los, bring mich hier raus. Bring mich hier raus. Ich will raus. Ich glaube, ich muss mal die Funktion, die Stecke festnehmen. Ah, fuck. Ich stecke immer noch fest. Ja, wie kommen die so hoch? Wie können die so hoch springen? Ich kann das nicht. Scheiße. Ich bin hier und ich kann nicht weiterspielen. Ey, das ist unfair, ihr könnt da einfach rausspringen. Ich krieg ne Krise. Ich krieg ne Krise. Scheiße, ey. Alle sind draußen, nur ich steck hier drin. Ey, das ist nicht wahr. Fuck.
Oh, verdammte Scheiße, ey. Wie komme ich hier nur raus? Die kommen hier raus, springen. Die NPCs springen heraus wie nichts, ne? Aber ich stecke hier drin fest. Sogar der gerade mal einen Meter groß ist, der springt hier raus wie nichts. Mission abbrechen. Bitte doch, ich will Mission nicht abbrechen. Kann ich mich irgendwie selber töten? Wenn ich die Mission abbrechen muss, dann darf ich die ganze Scheiße nochmal machen. Das will ich mir ehrlich gesagt nicht nochmal machen. Ist doch scheiße! Das ist doch beschiss hier! Was ist los? Ja, das gibt mehrere Konsolen. Du musst die richtige Konsole nehmen. Den Fehler habe ich auch gemacht. Du musst ganz genau gucken, was er sagt. Ganz genau. Ich komme hier nicht raus. Ey, wenn ich hier jetzt nicht rauskomme, ey, dann gehe ich jetzt schon einkaufen, ganz ehrlich. Ich werde jetzt noch ein bisschen probieren, rauszukommen, aber wenn ich nicht rauskomme. Wieso können die einfach so rüberspringen? Kann irgendwie seinen Typen auf Sprungkraft umstellen? Springen höher wie die anderen? Also, geht das? Nee, verdammt. Was ist denn das denn schon wieder? Auf mein Ziel feuern! Zieloptik. Alter, ich will hier raus. Ich will hier raus. Probier es mal mit ausloggen und einloggen. Beziehungsweise Charakter und dann wieder einloggen. Gucken, ob es dann geht. Na toll. Was kann ich sonst mehr machen? Mal ausloggen. Und Spiel neu starten. Mal gucken, ob es dann funktioniert. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter. Mm-hmm.